Sehr geehrter Herr Markschies, sehr geehrte Frau Kunst, sehr geehrte Frau Nüßlein-Vollhardt, sehr geehrter Herr Barner, sehr geehrter Herr Huber, sehr geehrter Herr Renn, meine Damen und Herren, liebe Gäste des heutigen Livestreams. Analoger wie auch virtueller Ort unserer heutigen Gedenkveranstaltung zu Ehren Adolf von Harnacks ist der Wilhelm von Humboldt-Saal im Haus unter den Linden der Staatsbibliothek zu Berlin. Ein Saal, der augenblicklich eine gedankliche Brücke schlägt zu der Leitidee des heutigen Abends. Es war das Konzept von Christoph Markschies, dem Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, alle an einen Tisch, alle auf ein Podium zu holen, die sich als Nachfolgerin oder Nachfolger im Amt von Adolf von Harnack ansehen können. Und insofern kommt bereits diesem Saal eine besondere, weil spartenübergreifende Bedeutung zu. Zu Zeiten Harnacks, also vor gut 100 Jahren, wurde dieser Saal zwar durchaus von Adolf von Harnack genutzt, doch gehörte der Saal, obwohl gelegen inmitten des großen Bibliotheksgebäudes, gar nicht zur preußischen Staatsbibliothek, sondern war der Festsaal der Preußischen Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied Adolf von Harnack seit dem Jahre 1890 war und deren Nachfolgeeinrichtung, wie erwähnt, heute von Herrn Markschies geleitet wird. Auf derlei Verschränkungen und Vernetzungen werden wir heute sicher häufig zu sprechen kommen. Meine Damen und Herren, das Generaldirektorat Adolf von Harnacks in der anfangs königlichen, dann preußischen Staatsbibliothek begann im Jahr 1905 und endete am 31. März 1921, vor also fast genau 100 Jahren. Da liegt es nahe, sich zu fragen, wovon die letzten Wochen Harnacks als Generaldirektor inhaltlich geprägt waren. Und die Protokolle der damaligen Sitzungen Harnacks mit seinen Abteilungsleitern, selbstverständlich alles Männer, zeichnen ein deutliches und leider in manchem auch ernüchterndes Bild. Wir kennen und rühmen Adolf von Harnack als den ebenso eng wie weit vernetzten Organisator und Wissenschaftsmanager, der zum Besten der jeweiligen Einrichtung durch persönliche Gespräche ebenso wie durch seinen strahlenden Nimbus und die Integrität seiner Persönlichkeit die erstaunlichsten Ergebnisse erzielte. Und dies trotz mancher Widerstände. Rückblickend mag man den Eindruck gewinnen, als müsse der Arbeitstag Harnacks von kaum anderen Dingen bestimmt gewesen sein, als von Verhandlungen mit Theodor Althoff über die Gründung und den Ausbau von immer neuen wissenschaftlichen oder wissenschaftsinfrastrukturellen Einrichtungen. Der Alltag aber war damals, wie übrigens auch heute, und auch dies verdient erwähnt zu werden, in manchen Teilen sehr viel prosaischer, verdeutlicht aber auch, wie intensiv sich Harnack, der die Bibliothek ja nur im Nebenamt geleitet hat, selbst mit tatsächlichen oder vermeintlichen nebensächlichen Herausforderungen beschäftigt hat. Ein Beispiel jetzt. So ging es am 10. März 1921 in der Sitzung mit den Abteilungsleitern darum, dass der Beamtenausschuss der Bibliothek die Lieferung von Seife für den Dienstgebrauch angeregt habe und Harnack höchstpersönlich bringt dieses Thema zur Sprache. Über die Kosten, über die Menge der Seife, die jeder Einzelne wohl benötigen werde, über die Gefahr des Diebstahls der Seife, ihre Aufbewahrung, wie auch die Alternative, den Beschäftigten statt der Seife eine Barauszahlung zu gewähren.
Und dann erfolgt, wie das Protokoll vermerkt, eine eingehende Erörterung. Sie erkennen, auch einem Adolf von Harnack blieben die Mühen der Ebenen nicht erspart. Im Gedächtnis aber bleibt Harnack, wenn ich als eine seiner Nachfolgerinnen seine Tätigkeiten für die Bibliothek Revue passieren lasse, als wegweisender, moderner Stratege in teils leuchtender, teils sehr schwieriger Zeit. Für die Jahre vor 1914 wird sein Name für immer mit diesem Gebäude, mit dem von Kaiser Wilhelm II. Eingeweihten Haus an der Straße unter den Linden, in Verbindung bleiben. Für die Jahre nach 1914, für die Jahre des Krieges und des Umbruchs hin zu einem demokratisch verfassten Gemeinwesen, hat Harnack mit Besonnenheit und Weitsinn agiert. Ich darf Sie alle, die Sie hier auf dem tatsächlichen oder virtuellen Podium sich zu Harnacks Bedeutung in Vergangenheit und Gegenwart äußern, sehr herzlich begrüßen und Ihnen alle, allen, die Sie dieser Veranstaltung zugeschaltet sind, darf ich recht viel Erkenntnisgewinn wünschen und auch Vergnügen. Herzlich willkommen hier in der Staatsbibliothek zu Berlin, dem Dienstsitz Harnacks von 1914 bis 1921. Vielen Dank. Liebe Frau Schneider-Kempf, ganz, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung der Hausherrin und ersten Nachfolgerin Adolf von Harnacks, die wir heute im Gespräch auf diesem Podium sitzen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich auch von meiner Seite noch einmal willkommen. Sie werden jetzt ein Podium der Harnack-Nachfolgerinnen und Nachfolger erleben in den verschiedenen Ämtern, das in drei unterschiedlichen Gesprächsgängen sich von der historischen Bedeutung Harnacks bis in die unmittelbare Gegenwart und vielleicht auch seine Impulse für die nächsten Jahre und die Zukunft vortasten wird. Bevor wir das aber tun, möchte ich Ihnen gern, wie sich das für eine Bibliothek, in der sich der Nachlass Harnacks befindet, ein Stück vorführen, das sich noch nicht im Berliner Nachlass der Staatsbibliothek befindet. Was Sie hier sehen, ist ein kleines Zettelchen, das zeigt, dass Frau Schneider-Kempf völlig recht hatte, als sie auf die Einladung 1000 Sassa schrieb. Denn Sie sehen hier als erstes eine Rechnung. Da wird etwas addiert. Und wir werden nachher mit Andreas Barner auch einen Mathematiker haben. Harnack war so mathematikbegeistert, dass er gern auf seinem Manuskript rechts Rechnungen geschrieben hat, die ihm einfach Vergnügen gemacht haben. Er hat sich langweilige Sitzungen unterhaltsam gemacht durch Rechnungsvorgänge, die er links und rechts hinschrieb. Das hier ist freilich eine Rechnung, in der ein bestimmter Vokabelbestand des Neuen Testamentes zusammengerechnet wird, um Schichten in der Apostelgeschichte des Lukas zu unterscheiden. Aber wenn Sie auf die Seite noch ein bisschen weiter herunterschauen, dann sehen Sie dort auch zwei Tischordnungen der Berliner Theologischen Fakultät. Die Berliner Theologische Fakultät war damals natürlich nur ein wenig zerstritten und deswegen gibt es hier zwei unterschiedliche Varianten, wie man die Streithähne so sortieren kann, dass es nicht ganz schlimm wird. Und dann sehen Sie da auch noch verschiedene Zeichnungen und Modelle. Also man sieht, der Alltag, den Frau Schneider-Kempf beschrieben hat, ist ein Alltag gewesen, in dem das alles gleichzeitig präsent war, die verschiedenen Aufgaben, ein wohlorganisierter Alltag, zunächst Universität, dann Bibliothek, am Schluss Korrespondenz und was mich persönlich immer außerordentlich fasziniert, ab 8 Uhr abends nur noch Familie und Kinder
Und nach allem, was wir wissen, ist das nicht die übliche Legende, die man um sich herum schafft, sondern ein wohlorganisierter Tagesablauf. Adolf von Harnack war zunächst einmal Theologe. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn wir unseren Rundgang durch die Institutionen mit Theologie und Kirche beginnen. Und dazu haben wir Wolfgang Huber. Wolfgang Huber war zum Beispiel mal Professor in Heidelberg, dem Ort, in dem Adolf von Harnack gestorben ist, bei der Einweihung eines Kaiser-Wilhelm-Institutes, übrigens dann in der Klinik. Wolfgang Huber ist systematischer Theologe von seiner Ausbildung her, aber er hatte auch eine Phase, und der ist eine vielleicht nicht überall bekannte Promotion entstanden in dieser Phase, in der er das Fach von Adolf von Harnack vertreten hat, die, wie man damals sagte, ältere Kirchengeschichte, die Geschichte des antiken Christentums. Und ich möchte Wolfgang Huber, der natürlich auch bekannt durch seine kirchlichen Leitungsämter als Bischof der hiesigen Kirche und Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland ist, ich möchte Wolfgang Huber fragen, einer seiner Vorgänger, Otto Dibelius, hat in den 50er Jahren bei einer Gedenkfeier gesagt, dass die evangelische Kirche Schuld auf sich geladen hatte, wie sie mit Adolf von Harnack umgegangen ist und ihn hätte anders wahrnehmen, anders würdigen müssen. Und die Frage ist natürlich, es gibt ja nicht nur den Theologen Adolf von Harnack in den evangelisch-theologischen Fakultäten. Was war die Bedeutung Adolf von Harnacks für die evangelische Kirche und Theologie seiner Zeit? Und stimmt Otto Dibelius' Satz, dass die Kirche das Talent, das sie in ihm hatte, nicht wirklich erkannt hat? Ich habe die Gedenkrede von Otto Dibelius, damals Bischof der hiesigen Kirche und Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland, zu Harnacks 100. Geburtstag 1951 eigentlich sehr enttäuscht zur Seite gelegt. Denn er hat pointiert, lediglich als Student von Harnack geredet und nicht als Kirchenmann. Und bei dem, was er zu Harnack als Lehrer gesagt hat, komme ich gar nicht umhin, mich daran zu erinnern, dass er in einem handgeschriebenen Lebenslauf, Dibelius, aus dem Jahr 1933 gesagt hat, von Harnack habe ich viel gelernt, Theologie habe ich nicht von ihm gelernt. Wenn ich das mir klar mache und dann lese, dass er gesagt hat, ja, die damalige Kirche und Harnack konnten nicht zusammenkommen, und sich jeder Bewertung eigentlich enthält, indem er sagt, sie werden doch verstehen, dass ich meine Vorgänger im Amt nicht irgendwie kritisieren werde, dann wird das alles noch dramatischer. Und es ist betrüblich, dass ich keine einzige Gedenkveranstaltung für Adolf von Harnack kenne, bis auf die heutige, bei der auch nur der Versuch gemacht worden ist, Harnacks Bedeutung für die Kirche zu würdigen. Es gibt einen, der das getan hat bei einer anderen Gedenkfeier, nämlich nach Harnacks Tod. Das war der damals 24-jährige Dietrich Bonhoeffer. Er sprach auch als Schüler, aber er brachte den Ton heraus, der notwendig war, um deutlich zu machen, was Harnack für Theologie und Kirche bedeutete. Er sagt nämlich, dass für Harnack die Wahrheit nur in der Freiheit gefunden und gelehrt werden könne. Das sei der wichtige Grundsatz gewesen. Und er fügte hinzu, dass Harnack selber dies als Theologe sagte. Und zwar in einem ernsthaften Sinn, nämlich bezogen auf die Rede von Gott. Und sagte auch ausdrücklich, man dürfe sich nicht dadurch täuschen lassen, dass Harnack in seinen expliziten theologischen Sätzen relativ knapp war, weil das nichts an ihrem Gewicht ändert. Dieser Einstieg, der jetzt durch die Frage so gekommen ist, veranlasst mich dazu, in den paar Minuten, die ich habe, ein bisschen intensiver über Harnacks Bedeutung für die Kirche als über seine Bedeutung für die Theologie zu reden.
Man kann es sich ja ganz einfach klar machen, er war schon ein großer Theologe, bevor er nach Berlin kam. So groß, dass sein Lehrbuch der Dogmengeschichte, das da schon im Gange war, die allergrößten Kontroversen auslöste. Und seine Berufung nach Berlin umstritten war, wie es nur ging. Ohne Bismarck und Wilhelm II. Wäre Harnack nicht nach Berlin gekommen. Die Theologen hätten es verhindert und nicht etwa zustande gebracht. Und man kann nun die ganze Geschichte von Harnack, Theologie und Kirche so erzählen, dass man die Konflikte erzählt, die sich nacheinander auftürmen. Und ich will das überhaupt nicht tun. Ich will an drei Punkten ganz knapp sagen, was die großen Verdienste von Harnack für die evangelische Kirche sind. Da ist erstens die Tatsache zu nennen, dass er wie kaum ein anderer, nein, ich muss eigentlich sagen, wie kein anderer, die große Gabe der reflektierten Elementarisierung des Glaubens beherrschte. Schon als er einen Streit angefangen hat über die gottesdienstliche Bedeutung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, hat er das, worum es ging, sofort in einer Schrift niedergelegt, die, ich glaube, die sensationelle Abfolge von 27 Auflagen hatte. Als das neue Jahrhundert nahte, hat er Vorlesungen an der heutigen Humboldt-Universität über das Wesen des Christentums gehalten, die nicht nur viele Hörerinnen und Hörer anzogen, sondern in weit über 100.000 Exemplaren gedruckt wurde. Jeder, der sich selber als Theologe darum bemüht, auch reflektiert zu elementarisieren, wird doch gleich vor Neid, dass so etwas möglich war. Und das setzt sich so fort, dass als das Reformationsjubiläum 1917 begangen wurde, bestand die Festschrift der Stadt Berlin zum Reformationsjubiläum in einem Text von Adolf von Harnack über Martin Luther und die Grundlegung der Reformation. In allen Schulen Berlins wurde das verteilt, über 100.000 Exemplare wieder. Und ich sage, wer hat einen stärkeren Dienst für die evangelische Kirche in jener Zeit geleistet, als jemand, der zu dieser Form reflektierter Elementarisierung imstande war? Und deswegen sage ich, es ist falsch, wenn gesagt wird, es gab einen Konflikt zwischen Harnack und der Kirche. Es gab einen Konflikt innerhalb der Kirche. Und die evangelische Kirche jener Zeit dokumentierte nicht nur ihre Schwierigkeit im Umgang mit der Industriearbeiterschaft, sondern ebenso ihre Schwierigkeit im Umgang mit dem aufgeklärten liberalen Bürgertum, dessen Sprecher Adolf von Harnack war. Und das führt zum Zweiten. Er war vorbildhaft darin, wie er sich darum bemüht hat, den Glauben in praktische Verantwortung umzusetzen. Ich nehme nur ein Beispiel. Er war für ein knappes Jahrzehnt der Vorsitzende des Evangelisch-Sozialen Kongresses. Also derjenigen Einrichtung, gerade auch des protestantischen Bürgertums, dessen Mitglieder sich darum bemühten, einen Zugang zur sozialen Frage zu finden und aus dem Geist evangelischen Christentums Antworten auf die damit verbundenen Fragen zu stellen. Eine großartige Leistung. Und schließlich das Dritte, auch im Blick auf die Kirche, war Harnack davon überzeugt, dass zwar am Anfang das Wort war, dass es aber am Ende auf tatkräftiges Handeln ankommt. Und er war bereit, das für seine Kirche zu sagen, zu tun. Im Jahr 1905, sagte er selber ausdrücklich, dass das auch für ihn gelte. Seine Kirche habe davon nichts wissen wollen. Und nun sei es dafür zu spät. Das war übrigens genau das Jahr, Frau Schneider-Kempf, in dem er sich dazu entschloss, Generaldirektor ihrer Bibliothek zu werden. Und trotzdem hat dann schließlich und endlich sich auch noch eine Gelegenheit gefunden, dass er für diese Kirche etwas tun konnte.
dass er nie ein kirchliches Amt gehabt hätte, ist nämlich falsch. 1918 wurde er in den Vertrauensrat der preußischen Landeskirche berufen. Da brauchte man ihn plötzlich, um seiner Sicht der Dinge mit einzubeziehen in den Versuch, ärgstes Unheil für die evangelische Kirche infolge der Revolution zu verhindern. Und dass er das konnte, wie kein anderer, merkte natürlich auch die Reichsregierung, die ihn kurz darauf als Beauftragten der Reichsregierung zu den Verfassungsverhandlungen in Weimar schickte. Und da saß er nun im Verfassungsausschuss, erklärte dem Verfassungsausschuss, warum Religionsunterricht notwendig ist, warum die theologischen Fakultäten an den deutschen Universitäten bleiben müssen und worauf man achten musste in den religionsverfassungsrechtlichen Artikeln der Weimarer Reichsverfassung, die bekanntlich noch heute geltendes Verfassungsrecht sind. Kennen Sie einen Theologen, einen Kirchenmann, der in jener Zeit mehr für die evangelische Kirche getan hätte als Adolf von Harnack? Ich kenne keinen. Vielen, vielen Dank. Wir wandern in der Reihe der Institutionen zu der Institution weiter, die zunächst einmal das Leben Harnacks, eines Professors für Kirchengeschichte an einer Universität, geprägt hat, nämlich zur Berliner Universität, an die ja Wolfgang Huber, hat es schon beschrieben, berufen worden ist. Es gibt, liebe Frau Kunst, die Sie die Nachfolgerin des Rektors Adolf von Harnack sind und als nicht nur Potsdamer und Berliner Rektorin, Präsidentin, sondern auch als Landesministerin auch ein weiteres Feld kennen, mit dem Harnack sehr, sehr virtuos kooperierte mit seinem Landesministerium. Es gibt, als Harnack sein kirchenhistorisches Seminar schließt, einen wunderbaren Text, da wird beschrieben, wie die ersten Studentinnen kommen. Man merkt sozusagen die Verwunderung der Männer, die sagen, da kam dann plötzlich eine Frau herein und wir stellten fest, sie konnte was. Und da haben wir sie dann akzeptiert und sie merkten, also man braucht offenbar die Akzeptanz durch das männliche Studenten- und Professorentum, damit man als Frau an der Universität sein kann. Was bedeutete historisch für die Berliner Universität Ihr Professor, Ihr Rektor, Ihr Virtuose im Umgang mit der Politik, Adolf von Harnack? Ja, er war tatsächlich ein herausragender, exzellenter Kopf der Universität damals, was ja Wolfgang Huber gerade ausgeführt hatte, und hat tatsächlich ja auch als Hochschullehrer, bevor er 1901 Rektor der Universität war, insbesondere weltweite Diskussionen und internationale Kooperationen angestoßen, schon aus seinem Fach heraus, ehe er tatsächlich als Rektor auch Innovator war, wie Sie gerade sagten, für das Frauenstudium. Er hat es unterstützt und pragmatische Wege gefunden, tatsächlich Gaststudierende zuzulassen, also Frauen, ehe es tatsächlich offiziell möglich war. Unter anderem war eine der ersten Studierenden der heutigen Humboldt-Universität Agnes Zahn-Harnack, seine Tochter, sodass auch im Zusammenhang damit und in seiner Zeit er das dafür getan hat, was er tun konnte. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass er souverän tatsächlich die Verbindung zur damaligen Politik gefädelt hat. Und Frau Schneider-Kempf sprach es bereits an, mit Althoff gemeinsam Reformen angestoßen hat, in der tatsächlich Verwaltung professionalisiert wurde. Ein Thema, was uns bis heute erhalten geblieben ist, sodass das, was er als Rektor bearbeitet hat, heute immer noch ein immer wiederkehrendes Thema ist. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, dass es ihm ganz entscheidend wichtig war, die Unabhängigkeit wissenschaftlicher Tätigkeit zu betonen und tatsächlich die Unabhängigkeit von Kapital und Wirtschaft von ihm immer wieder deutlich hervorgehoben worden ist. Letztendlich war bereits in seiner Zeit als Rektor angelegt, auch der Grundlagenforschung
die Basis zu liefern und sie unabhängig zu machen, unabhängig auch von direkten Nutzen, die an Wirtschaft oder andere Interessensgruppen sich wandte. Das hat ihn andererseits nicht davon abgehalten, tatsächlich als exzellenter Netzwerker Kooperation zu fädeln und in seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch als Rektor zu wirken. Also wenn man sich das jetzt nochmal so ein bisschen vor Augen führt, muss er ein exzellenter Netzwerker gewesen sein, der in seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch Mitbestimmer tatsächlich und Vordenker von politischen Entscheidungen im damaligen Preußen gewesen ist. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Kunst. Martin Stratmann, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, bedauert sehr, nicht unter uns zu sein und hat als seinen Vertreter uns Jürgen Renn, Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin-Dahlem, geschickt, der ein Wissenschaftshistoriker mit starken naturwissenschaftlichen, physikalischen Grundlagen ist, unter anderem sehr ausführlich über Albert Einstein gearbeitet hat. Man könnte ja sagen, wir sitzen, Entschuldigung, Frau Schneider-Kempf hat es schon beschrieben, im alten Sitzungssaal der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Und man könnte ja, wenn man sehr pointiert formulieren will, sagen, Adolf von Harnack hat die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mitbegründet, weil er in der Akademie ein wenig gescheitert ist. Mit Theodor Mommsen versuchte er in der Preußischen Akademie Forschung, Geisteswissenschaftliche im industriellen Maßstab umzusetzen. Alle Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte in 50 Jahren mit möglichst vielen Schullehrern möglichst effizient drucken und durchführen. Und diese Form von industrieller Effizienz geisteswissenschaftlicher Forschung wurde nicht überall gutiert. Er wurde nie zum Sekretär der geisteswissenschaftlichen Klassen gewählt. Er war damit nicht, damals gab es ja keinen Akademiepräsidenten. Akademiepräsident, kann man sagen, dass so ähnlich wie die Bibliothek das Fluchten des Theologen Harnack sind, der nicht in seinen eigentlichen Institutionen den Erfolg hat, den er sich wünscht und dann eben mal schnell die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gründet? Also Fluchten, das ist, glaube ich, zu negativ. Man könnte ja, wenn man uns hier sieht, den Eindruck haben, als würden wir über ganz verschiedene Harnacks sprechen, ganz verschiedene Persönlichkeiten, die nichts miteinander zu tun haben. Aber ich glaube, gerade die Verbindungen zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Profilen, die er hatte, die macht das spannender aus. Und das erschöpft sich nicht darin, dass er sozusagen das eine vermieden hat, um das andere dann für sich zu gewinnen. Ich glaube, es fängt mit der Theologie an. Was Sie sagten, Herr Huber, Wahrheit kann nur in der Freiheit möglich sein. Ja, das ist doch eigentlich das Prinzip, nachdem die Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründet wurden. Und da muss man sagen, das ist eine gesellschaftspolitische, wissenschaftspolitische Großtat gewesen, eine neue institutionelle Form für Wissenschaft zu erfinden, die bis heute nachgewirkt hat. Und Frau Kunz hat es ja auch gesagt, also diese Freiheit, die Gestaltungsfreiheit, die Forschung braucht, der einen institutionellen Rahmen zu geben. Ich glaube, auf diesen Gedanken, die individuelle Freiheit von Forschung mit neuen Forschungsinhalten und neuen institutionellen Formen zu verbinden, dieser Dreiklang von Persönlichkeiten, Forschungsthemen und Institutionen, das war ihm, glaube ich, erstens mal aus der Kirchengeschichte vertraut. Dann wurde aus der Kirchengeschichte Wissenschaftsgeschichte, denn er hat ja die Geschichte der Akademie geschrieben und das ist ein ganz moderner Ansatz gewesen, auch wenn er das französische Jahrhundert etwas knapp behandelt hat. Aber vom Ansatz her, diese Verbindung aus intellektueller Geschichte, Institutionengeschichte und Persönlichkeitsgeschichte, das hat ihn in die Lage versetzt, auch in großem Maßstab, und das ging weit über seine persönlichen Interessen hinaus, wissenschaftspolitisch aktiv zu werden. Man hat in der preußischen Ministerialbürokratie, aber auch sozusagen im liberalen Bürgertum, der Kaiser, man hat ihn entdeckt als einen Netzwerker, wie Frau Kunz sagte, einen Gestalter. Und er hat vor dem Hintergrund
der wissenschaftspolitischen Überlegungen, die schon mit Althoff angefangen haben, dann von seinem Nachfolger Schmidt-Ott fortgesetzt wurden, hat er dann schließlich in einer Situation, in der es Engpässe in der Universität gab, angefangen von Raumnoten, in der es sozusagen zu wenig Unterstützung, staatliche Unterstützung für innovative Forschung gab, hat er eine Formel gefunden, wie man das in großer institutioneller Unabhängigkeit erreichen kann. Und das ist die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1911 gegründet geworden. Und das Besondere ist wirklich, dass sie in diesem Dreieck zwischen Markt, Staat und Wissenschaft die Balance gehalten hat oder immer wieder versucht zu erhalten. Wir wissen, wie das mit Balancen ist. Die muss man sich immer wieder neu erkämpfen. Aber er hat es dann geschafft, sozusagen Finanzmittel von privaten Mäzenen zu mobilisieren für eine Institution, die schon sozusagen unter einer staatlichen Aufsicht stand, aber gleichzeitig in größter wissenschaftlicher Unabhängigkeit agierte. Und vielleicht darf ich das mit einem Zitat von Harnack illustrieren. Das aus einem Brief an den preußischen Wissenschaftsminister Trott zu Solz aus dem Jahre 1910 stammt. Das ist genau das Jahr, an dem er sozusagen durch eine Denkschrift die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angeregt hat. Und da sprach er von der Gefahr der Abhängigkeit der Wissenschaft von Clique und Kapital. Das sind jetzt seine Worte. Deshalb muss der Staat seine Hand darüber halten, die immer noch gerechter ist als die Partei. Wie das am besten zu ordnen ist, das heißt, der beste Weg zwischen der Tyrannei der Masse und der Bürokratie einerseits, Frau Kunz, Sie haben ja auch davon gesprochen, und der Clique und dem Geldsack andererseits gefunden wird, darin besteht die Aufgabe, also eine Aufgabe der Balancefindung, durch die er versucht hat, dieses Spannungsverhältnis zu lösen. Und daraus ist die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geworden und die gibt es in Gestalt der Max-Planck-Gesellschaft immer noch. Und deswegen ist das erstmal eine großartige Erfolgsgeschichte. Liebe Frau Schneider-Kempf, Sie haben uns schon eine wunderbare Einführung gegeben. Sie leiten seit einer ganzen Reihe von Jahren dieses wunderbare Haus und haben es in diese wunderbare Baugestalt geführt, dass wir hier überhaupt unter der wiederhergestellten Kuppel wieder sitzen können. Es ist ja so, Harnack hat sehr früh Interesse an Büchern, Verlagen und dem Buchmachen. Er hat nicht einen Lieblingsverlag, sondern mit Mohr und de Gruyter und Hinrichs mehrere. Er schafft das Kunststück, dass die Akademie nicht der Vertragsnehmer in dem Vertrag für das Akademieprojekt ist, sondern er selbst. Er ist offenbar ein außerordentlich geschickter Geschäftsmann in dem Aushandeln dieser Dinge. Wenn Sie kurz noch mal hervorheben, was aus Ihrer Sicht für die zuerst königliche und dann preußische Staatsbibliothek die Bedeutung des Generaldirektors im Nebenamt ist, der nie Bibliothekswissenschaft studiert hat, wie Sie, und also sozusagen da hineinkommt und als ja offensichtlich ja nicht Dilettant das Haus leitet. Ja, zunächst zu seinem Beginn hier in der damals noch königlichen Bibliothek. Er hat gezögert und er hat tatsächlich auch relativ lange gezögert und hat die Zeit genutzt. Das ist ja dann sehr geschickt und bietet sich an, auch Verbesserungen zu erreichen. Erstmal hier in der Bibliothek, es war natürlich völlig klar, es gibt ja diese Geschichte, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie stimmt, dass er jeden Tag 2 Stunden nur in der Bibliothek gewesen wäre. Diese 2 Stunden begannen um 11:30. Und das hat auch seine Tochter angezweifelt in einer Biografie. Aber er musste ja dann trotzdem seine Zeit effizient nutzen. Und eines der Verhandlungsergebnisse, das er erzielt hat, war die Installation eines sogenannten ersten Direktors. Das war also der, der die Bibliothek verwaltet hat und ihm offensichtlich nicht alles abgenommen hat. Das war ja mein kleines Beispiel. Er hat Bedeutendes erreicht auf vielen Gebieten. Und ich möchte beginnen mit den Erwerbungen, beziehungsweise möchte ich es Bestandzuwachs nennen. Er hat
wirklich ganz, ganz wichtige Sammlungen für die königliche, dann war es aber, es war noch die königliche Bibliothek, erreicht. Und das ist ihm gelungen aufgrund seiner Persönlichkeit. Es gibt die Schenkung des industriellen Darmstädter, der so beeindruckt von Harnack, weil es ist eine Autografensammlung, 15. bis 20. Jahrhundert, erfreulicherweise nicht kriegsbedingt verlagert. Wir haben sie noch hier in unserer Handschriftenabteilung. Und der hat geschenkt, das hat er auch zum Ausdruck gebracht, wegen Harnack. Das war im Jahr 1908, glaube ich. Ich weiß es, es ist ja auch unwichtig. Der zweite, nee, das war 1908, Ernst von Mendelssohn Bartholdy, der die ungeheuer wertvollen, für unsere Sammlungen entscheidenden Zuwächse bei den Musikautografen gebracht hat. Das war auch die Persönlichkeit Harnacks, die das erreicht hat. Und wenn es mal nicht eine Schenkung war, es wird ja nur nicht ständig geschenkt, dann ist es ihm gelungen, Mäzene zusammenzubringen. Und auch da kommt wieder hinzu, oder zeigt sich wieder, ja, warum? Weil er sie überzeugt hat. Dann ein bisschen was Organisatorisches, was bis heute nachwirkt oder heute einfach noch existiert, das ist das Fachreferentensystem in einer Bibliothek. Also Harnack hat erkannt, dass das nicht mehr einer machen kann. Das hat tatsächlich sein Vorgänger Willmanns noch versucht. Da gibt es also uns heute kurios erscheinende Geschichten, wie Willmanns über das Wochenende. Es ging los am Samstag um 3 Uhr und endete dann am frühen Montag, alles durchgeguckt hat an Bibliografien und Zeitschriften, was man so hatte. Dass das nicht mehr möglich war, hat Harnack erkannt und hat dann eben, und das haben wir heute noch, die Fachreferenten installiert. Dann habe ich noch 2 Punkte, die mir wichtig erscheinen und wo ich, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, gedacht habe, schade, dass es heute anders ist, aber dafür gibt es Zwänge. Er hat doch abgelehnt die Präsenzbibliothek. Ich will jetzt nicht sagen, dass Musikautografen ausgeliehen wurden. Das kann ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen. Aber wir sind ja doch hier in unserem Haus unter den Linden eine Präsenzbibliothek. Und für ihn war tatsächlich, das hat er auch niedergelegt, ein Zusammenhang zwischen dem Fortschritt der Wissenschaft in Deutschland, er war ja schon sehr national, er liebte sein Vaterland, und der Möglichkeit, dass Bücher, es gibt da eine schöne Formulierung, nach Hause mitgenommen werden und bei entsprechendem Licht im Wohnzimmer, also in einer angenehmen Atmosphäre, gelesen und verarbeitet werden. Ja, und das Letzte, das ist immer so ein Lieblingsthema von mir, weil ich so oft danach gefragt wurde, ist es denn nicht schade, dass die Berliner Staatsbibliothek nicht auch die Nationalbibliothek ist? Und das war schwankend. Einerseits hätte er gerne diese Position gehabt für seine Bibliothek als Reichsbibliothek, wie das ja noch hieß. Auf der anderen Seite hätte das bedeutet, und das wusste er natürlich, dass man dann alles nehmen muss. Und das wiederum wollte er nicht. Sie wissen, wie es ausgegangen ist. Es wurde dann die Bibliothek in Leipzig, die damals Deutsche Bücherei hieß, gegründet. Und wir sind keine Nationalbibliothek geworden. Vielen Dank, Frau Schneider-Kempf. Vom industriellen Darmstädter war schon die Rede. Wir kommen jetzt zum Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, der in diesem Jahr
sein 100-jähriges Jubiläum, man muss sagen, auch ein bisschen nachfeiern muss, Corona-bedingt. Wir freuen uns sehr, dass aus Ingelheim Andreas Barner zugeschaltet ist, der insofern mit Harnack verbunden ist, als er auch gern mathematische Dinge tut, aber er hat im Unterschied zu Harnack das studiert und ist Mathematiker und Mediziner, ist lange in der Führung von Böhringer Ingelheim tätig gewesen. Und lieber Herr Barner, die Frage an Sie geht natürlich, welchen Anteil hatte Harnack, im Grunde hätte man auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und Katja Becker hier noch sitzen lassen können, welchen Anteil hatte Harnack in den 20er Jahren an diesen Notsystemen, die weit mehr waren als nur Notsysteme, um Wissenschaft zu finanzieren? Wenn Sie darüber ein bisschen erzählen, Harnack und der Stifterverband, Harnack und die Rettung der Wissenschaft in der Weimarer Republik. Gerne, Herr Marc Schieß. In der Tat sind Stifterverband und DFG ja gleichzeitig und gemeinsam gegründet worden. Und das war ja auch im Sinne von Harnack eine richtige Synergie. Die Idee war, dass die DFG, der Vorläufer natürlich, sich um die Verteilung der Mittel kümmert und dass auf der anderen Seite eine Organisation geschaffen wird, Notgemeinschaft für die deutsche Wissenschaft, die eben die Finanzierung mittragen sollte. Harnack war ganz beeindruckend. Der hat auf der einen Seite gesagt, naja, also die Unternehmen sollen beitragen, nicht nur der Staat. Der Staat war klamm. Das heißt, die Unternehmen haben in der Tat viel beigetragen. Und der Aufruf zur Gründung des Stifterverbands ging nicht nur an die Unternehmen, das ging auch an die Landwirte, Handwerker, an die normalen Bürger. Alle sollten beitragen zur Wissenschaft. Und Harnack war wahrscheinlich der klarste Verfechter von einer eindeutigen Governance in diesem System. Die Unternehmen sollen bezahlen und die Wissenschaft soll selbstbestimmt entscheiden, wie das Geld verwendet wird. Und wenn man das so liest, war das natürlich nicht die beste Basis, um dann ganz viele sofort zu motivieren, so einen Stifterverband zu gründen. Klar, aber er hat damit eine Basis gelegt, die sicherstellte, dass der Stifterverband einerseits und die DFG andererseits Bestand hatten. Nur mit so einem klaren Governance-Prinzip, das ja auch dann letztlich die Realität wurde, ist das machbar gewesen. Harnack war in keiner Weise konfliktscheu. Das war auch klar, deswegen kann man nicht sagen, er hat den Stifterverband gegründet. Nein, das hat er nicht. Das war eine Vielzahl von Menschen, andere Persönlichkeiten, die jetzt zu erwähnen zu weit führte, waren ganz stark involviert. Und es gab natürlich deutlich andere Vorstellungen als die von Harnack. Dass Harnack aber diese Governance löste und in dieses System von DFG und Stifterverband hineinbrachte. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere, von besonderer Wichtigkeit. Und deswegen, glaube ich, kann man die Rolle von Harnack nicht unterschätzen. Frau Kunst hat es schon angesprochen, diese Sicherheit, dass Wissenschaft als Grundlagenforschung Bedeutung hat, die hat Harnack eingebracht. Und es gab glücklicherweise genügend Leute aus Unternehmen, die wussten und verstanden haben, dass nur neugierdegetriebene Grundlagenforschung letztlich, vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig eine gute Basis für die Wirtschaft darstellt. Und deswegen war das am Schluss dann eine wunderbare Synergie. Und der Stifterverband lebt nach 100 Jahren, wiedergegründet 1949, nach wie vor. Und diese Prinzipien aufrechtzuerhalten, und auch in Deutschland, in dem wir immer wieder sagen, wir müssen eigentlich viel mehr angewandte Forschung machen, in diesem Deutschland auch die Fahne der Grundlagenforschung immer ganz stark hochzuhalten, wie es bei Max Planck der Fall ist, nach dem Harnack-Prinzip, nach der Qualität, in diesem Sinne wirklich die Besten holen, mit den Besten arbeiten und die besten Resultate zu erzielen, das ist letztlich dann auch für die deutsche Wirtschaft und für die andere internationale Wirtschaft gar nicht schlecht. Vielen Dank.
Dank, lieber Herr Warner. Liebe Frau Nüßlein-Vollhardt, vielleicht fragen sich Menschen, was die emeritierte Direktorin eines Tübinger Max-Planck-Instituts auf unserem Podium macht. Sie sind auch eine Nachfolgerin von Adolf von Harnack als Kanzlerin des Ordens Pole Merit. Der war damals die Friedensklasse des durchaus auch noch militärisch vergebenen Ordens Pole Merit. Harnack ist ja nicht als Theologe in den Orden gewählt worden, weil Theologen als Theologen gar nicht gewählt werden durften in den Orden. Wenn Sie ein bisschen erzählen, hat man als Kanzler eine Bedeutung für den Orden Pour le Mérite? Wissen wir etwas über Harnack im Pour le Mérite? Der Orden Pour le Mérite ist die höchste Auszeichnung. Die höchste deutsche Auszeichnung für Geisteswissenschaftler, Künstler und Naturwissenschaftler. Und seine Statuten wurden festgelegt von dem, er wurde gegründet durch den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Als Friedensklasse, die dem Kriegsorden von Friedrich dem Großen zugefügt wurde. Und er hat die Statuten im Wesentlichen mit Alexander von Humboldt ausgearbeitet. Die waren sehr gut befreundet und Alexander von Humboldt hat ihn beraten. Und die Statuten sind eigentlich jetzt immer noch, die wesentlichen Aspekte der Statuten sind jetzt immer noch so und sie sind erhalten, weil nach dem Ersten Weltkrieg wurden Orden eigentlich abgeschafft und Adolf von Harnack hat es vermocht, die Schließung des Ordens Pour le Mérite zu verhindern. Die Statuten sind aber eigentlich erhalten geblieben und er hat sie auch sehr verteidigt damals dem preußischen Minister gegenüber. Und ich möchte die einfach nochmal aus den Originalstatuten verlesen, denn das ist sehr wenig bekannt, glaube ich. Aber der Orden ist schon was ganz Besonderes. Die Friedensklasse des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste wird nur solchen Männern verliehen, die sich durch weit verbreitete Anerkennung ihrer Verdienste in diesen Gebieten einen ausgezeichneten Namen erworben haben. Die theologische Wissenschaft ist ihrem Geist gemäß hiervon ausgeschlossen. Bitte? Könnten Sie Ihr Mikrofon ein wenig näher an den Mund führen und den letzten Satz noch einmal verlesen? Nein, der wesentliche Punkt ist, sie wird nur solchen Männern verliehen, die sich durch weit verbreitete Anerkennung ihrer Verdienste einen ausgezeichneten Namen erworben haben. Das ist der wesentliche Passus eigentlich in diesem Statut. Die theologische Wissenschaft ist ihrem Geiste gemäß hiervon ausgeschlossen. Dieser Satz ist etwas kryptisch und man weiß nicht, wie die Interpretation ist, aber also Alexander von Humboldt hat sich für Religion nicht interessiert. Der König war sehr fromm und hatte da vielleicht auch eine gewisse Scheu, da einen Wettkampf unter Theologen beider Konfessionen da zu provozieren. Ein weiterer wesentlicher Punkt der Statuten ist, dass die Zahl der Ritter auf 30 der deutschen Nation Angehörige festgesetzt ist, die bei jedem jeweiligen Abgang wieder ergänzt werden sollen. Die Ergänzung findet durch den Kanzler statt und nicht durch den König. Der Kanzler fragt die Ritter, wen sie denn als nächsten für den Verstorbenen ersetzen wollten und dann bestimmt der Kanzler und der König, wer das dann wird. Aber das ist dann im Grunde, also zu Harnacks Zeiten war das dann eine eigentlich völlig demokratische Wahl der Mitglieder und Humboldt hat es auch vermocht, den König davon zu überzeugen, dass politische Ansichten der Kandidaten keine Rolle spielten, sodass also der Orden wirklich richtig autonom war und die Politiker sich nicht eingemischt haben in die Nachwahl. Das ist also eine selbstergänzende Vereinigung eigentlich. Dann hat er auch noch, das ist auch auf Alexander von Humboldt zurückzuführen wahrscheinlich, zu erhöhter Ehre des Ordens sollen auch Wissenschaftler und Künstler aus anderen Ländern mit den Insignien des Ordens beliehen werden. Das ist also, und das ist eigentlich das ist heute eigentlich auch noch so. Die Verleihung erfolgte damals durch den preußischen König, aber wesentlichen vorgewählt durch den Kanzler. Der Humboldt war sehr lange Kanzler und dann folgten weitere Kanzler.
nach dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, wurde mit dem Wandel der Staatsform, der Abschaffung der Orden, das Weiterbestehen des, der Friedensklasse natürlich in Frage gestellt. Und Harnack hat, war damals, er ist schon sehr jung, also naja, für den Orden sehr jung, sagen wir mal mit 51, 1902 in den Orden gewählt worden, war damals Vizekanzler. Und der Kanzler war sehr alt und Harnack ist ihm dann auch sehr schnell gefolgt, ist 1920 Kanzler geworden und hat 1919 dann bereits an den preußischen Minister einen langen Brief geschrieben, der verfasst wurde, nachdem sich die preußischen Mitglieder des Ordens in Berlin bei ihm zu Hause getroffen hatten und einen Vorschlag ausgearbeitet haben, wie der Orden weiter, dass der, also erstmal begründen, dass der Orden weiter bestehen soll. Und die Begründung war im Wesentlichen, dass der Harnack sagte, der Orden ist kein gewöhnlicher Orden. Das ist überhaupt nicht das, was sonst so ist, nämlich weil die Staatsoberhäupter die Orden verleihen, sondern das ist diese Selbstergänzung und das ist die Würdigung der Kunst, Künste und Wissenschaften und das ist was ganz furchtbar Wichtiges. Und er hat einen recht langen Brief mit der Begründung geschrieben und er hat auch geschrieben, diese Grundsätze hätten sich bewährt, die Statuten funktionieren gut, es sind keine Missbräuche bisher, es sind keine falschen Leute gewählt worden. Und er hat den Orden dann auch mit dem Nobelpreis verglichen und darauf die Bedeutung der Würdigung von Wissenschaftlern und Künstlern hervorgehoben, dass Anerkennung eben notwendig ist, auch für diese, die auch an sich zufrieden sein könnten mit dem, was sie geleistet haben. Aber die Anerkennung ist doch auch wichtig zur Förderung dieser Künste und Wissenschaften. Er hat auch auf die Internationalität abgehoben und hat auch, wollte eigentlich auch weiter den ausländischen Mitgliedern den Orden verleihen dürfen. Das hat dann nicht geklappt. Also er hat also hingekriegt, dass die preußischen mit der preußischen Minister ihn aufgefordert haben, einen Vorschlag zu machen. Die haben dann den Vorschlag gemacht, dass man den Orden überführt in eine freie Vereinigung und den Orden nicht mehr Orden nennen, sondern Abzeichen. Aber er hat erlaubt, der Minister hat dann erlaubt, dass weiter diese Ordenszeichen, die Eigentum des preußischen Staates sind und dann auch immer wieder zurückgegeben werden und dann einem neuen Mitglied überreicht werden, dass die weiter getragen werden dürfen. Aber als Abzeichen, was natürlich ein bisschen despektierlich ist. Und eine freie Vereinigung, naja, er hat nicht Club gesagt, immerhin. Aber das ist gelungen. Was nicht gelungen ist, also er hat eigentlich die Statuten gut gefunden und hat sie weitergeführt. Er hat auch darauf hingewiesen in dem Brief, eine Sache, die ihn sehr, also die allen Ordensmitgliedern unangenehm war, das war die Zahl der 30. Das sind sehr wenig. Und er hat dann gesagt, inzwischen gibt es mindestens doppelt so viele Wissenschaftler und Künstler wie zur Zeit der Gründung. Und 30 ist einfach zu wenig. Und es wäre am besten, man würde das auf 45 erhöhen. Dieses ist nicht geglückt. Es durfte eine freie Vereinigung bleiben, aber es blieb bei den 30. Und ausländische Mitglieder konnten auch nicht mehr zugewählt werden. Er hat... Ich glaube, in den Statuten wird immer noch von Männern geredet, aber er hat die erste Frau berufen, das war Käthe Kollwitz, und das wurde dann auch geändert. Der Satz übrigens mit der Theologie ist weggefallen in seiner Satzung. Er hat sich also durchaus als Theologe gesehen und hat dann hat also diesen Satz wohl weggelassen mit der Begründung, Theologen gehören wirklich auch in den Orden. Würde ich mal so interpretieren. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist... der Orden ist dann im Dritten Reich ausgestorben, weil die Nachbesetzungen nicht erlaubt waren. Und Theodor Heuss hat ihn dann, wie wahrscheinlich bekannt ist, nach dem Zweiten Weltkrieg wiederbelebt und hat ihn wieder so eingesetzt mit praktisch den gesamten alten Statuten, zusätzlich, dass wieder ausländische Mitglieder gewählt werden durften. Und so ist er eigentlich immer noch. Und dieses 30 ist inzwischen auf 40 erhöht worden, weil die Zahl der Gelehrten und Künstlern natürlich nicht nur doppelt so groß ist wie zur Zeit Alexander von Humboldt, sondern sehr, sehr viel größer. Und es ist richtig schwierig mit einer so kleinen Zahl. Und was auch noch sich geändert hat in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg eigentlich, war das so, dass die Zahl 30 gut übereinstimmte mit der
Todesrate und jährlich einfach vier Leute starben und vier Leute neu besetzt wurden. Und das ging eigentlich ein ganzes Jahrhundert so. Ist ganz praktisch. Jetzt ist das schwierig, weil die Leute viel länger im Orden bleiben und wir eigentlich im Moment, ich glaube, ein Viertel der Ordensmitglieder über 90 ist und die Hälfte über 80 und keiner stirbt. Nein, das ist ein bisschen komisch, aber ich meine das auch nicht wirklich so. Wir sind sehr froh, dass die Alten wirklich uns erhalten bleiben und es sind wahnsinnig tolle Leute darunter. Aber das Problem, dass wir uns nicht selbst erneuern können und dass es immer älter wird und dass viele von den Alten sich natürlich auch nicht mehr in dem Maße beteiligen können an der Aufgabe der Selbsterneuerung, die ja bedeutet, dass die Mitglieder selber sagen, wer ist denn jetzt der Größte? Und wir müssen alle Gebiete überdecken und wir müssen alle Nationen, naja, das geht gar nicht, wir nehmen nur die, die auch Deutsch können. Aber das ist ein Riesenproblem und wir sind im Moment, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es mehrmals versucht worden, die Zahl irgendwie zu erhöhen und sind schließlich 2010 satzungsgemäß jetzt 40, aber das reicht nicht und wir sind gerade im Moment dabei, auch noch zu versuchen, da noch das zu erweitern, weil sonst einfach sehr, sehr schwierig ist, die Expertise zu erhalten, die dieser Aufgabe gerecht wird. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir werden jetzt noch eine kurze zweite Runde machen und die geht an alle mit der Frage, wir haben jetzt wunderbar mit herrlichen Details Bedeutung von Harnack für die Gründung, für die Rettung, das war ja auch sehr deutlich, für die Transformation, für die Öffnung von Institutionen gehört und rekonstruiert. Welche Bedeutung hat denn für die jeweilige Institution Harnack heute? Spielt ja noch eine Rolle. Ich fange mal mit Jürgen Renn an, weil ja im Grunde jeder sofort an das Harnack-Prinzip denkt. Also ist das wirklich eine Bedeutung von Harnack? Martin Stratmann hat auch geschrieben, Harnack hat große Bedeutung für die Max-Planck-Gesellschaft. Ist das so oder ist das sozusagen der Schild, den man vor sich herträgt? Es ist mehr als ein Schild. Ich fange mal an mit dem Originalzitat, auf das man sich bezieht, von Harnack von 1928, wahrscheinlich bei einer Hauptversammlung ausgesprochen, aber noch nicht im Harnack-Haus. Damals hieß es noch nicht so, es war in München. Da hat Harnack gesagt, in so hohem Grade ist der Direktor die Hauptperson, dass man auch sagen kann, die Gesellschaft wählt einen Direktor und baut um ihn herum ein Institut. Immer die männliche Form, haben wir schon gehört, der Geist der Zeit. Aber das Harnack-Prinzip gilt heute vielleicht sogar noch mehr, auch für die Max-Planck-Gesellschaft. Es klingt wie ein Überbleibsel aus der Kaiserzeit, aber ich darf vielleicht kurz versuchen, das zu erläutern, auch in seinem Anspruch auf Aktualität und Modernität. Es geht im Grunde darum, Persönlichkeiten in den Vordergrund zu stellen, exzellenten Forscherpersönlichkeiten die Chance zu geben, ihre Forschung zu entfalten mit einer entsprechenden Ausstattung, mit einem Institut, und zwar auch außerhalb der Sparten, die so an den Universitäten definiert sind, der Fakultäten, der Position. Ein Institut der Kaiser Wilhelm, aber jetzt vor allem der Max-Planck-Gesellschaft, kann einem Gebiet gewidmet werden, um Persönlichkeiten herum aufgebaut werden, wo man noch gar nicht sagen kann, was genau ist denn das Gebiet. Also häufig bewegen sich Institute der Max-Planck-Gesellschaft in einem interdisziplinären Raum. Menschen werden berufen, die eine doppelte Funktion haben, nämlich ihre Forschung in einem solchen Institut durchzuführen, aber auch ein Institut zu leiten. Also diese Doppelverantwortung für Forschung und Leitung, das ist auch ein Wesen des Harnack-Prinzips. Und man sieht sofort, dass man mit einer solchen Harnack-Berufung auch eine hohe Verantwortung überträgt. Und das kann natürlich nur auf einem hohen Vertrauen beruhen, weil man einer einzelnen Person über eine lange Zeit, über Jahrzehnte, die Mittel in die Hand gibt, die sonst über Forschungsanträge und so weiter besorgt werden müssen. Und das hat also diese Persönlichkeitszentrierung und es hat aber auch die Flexibilität, denn Institute müssen auch nicht für immer bestehen, sondern wenn Institute ihren Lauf beendet haben, dann kann man auf neuen Gebieten neue Institute gründen. Also das Harnack-Prinzip ist eben nicht nur ein Merkmal der Kontinuität, sondern auch ein Merkmal der Flexibilität der Gesellschaft. Und in dieser Kombination, und zwar nicht nur für die
Direktorinnen und Direktoren, sondern inzwischen auch für die Nachwuchsgruppen etwa der Max-Planck-Gesellschaft hat es eben nach wie vor, ich sag mal, eine hohe explorative Bedeutung, um neue Forschungsgebiete anhand von Persönlichkeiten zu entdecken und zu entfalten. Ich gehe mal gleich zu Sabine Kunst, weil natürlich die Frage ist, brauchen Universitäten jetzt mehr? Braucht die Humboldt-Universität ein solches an der Persönlichkeit orientiertes Berufungsmodell? Und ist der Harnack'sche Versuch, Frauen in die Universitäten zu bringen, ist die Aufgabe schon abgearbeitet, weil die Humboldt-Universität durch eine Präsidentin geleitet wird? Also welche Bedeutung hat heute für die Präsidentin der Humboldt-Universität Harnack und vielleicht auch Harnack in anderen Institutionen? Oder ist das einer der vielen Denkmäler, die vorm Hause der Berliner Universität stehen? Also Harnack hat tatsächlich auch heute eine Wirkung für die Entwicklung in der Humboldt-Universität selbst. Also wenn man sich jetzt anschaut, mit welchen Ansätzen die Humboldt-Universität auch sich als Exzellenzuniversität bewährt, so setzt das ja auch ganz stark auf die persönlichkeitszentrierte Berufung von exzellenten Köpfen. Allerdings ja anders als bei der Max-Planck-Gesellschaft in Verbindung auch zu Bildung und Ausbildung und dem Diskurs mit den vielen Studierenden, die eine Universität hat. Und an der Stelle hat ja Harnack einerseits Universität nach vorne gebracht und mit der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gleichzeitig auch das Experimentierende, was frei vom Zwang ist, bestimmte Pflichten auch für die Universität und Gesellschaft zu erfüllen, in die Max-Planck-Gesellschaft ausgelagert, also in die spätere Max-Planck-Gesellschaft. Also insofern ist er an der Stelle ja auch etwas ambivalent für Universität. Das, was wir jetzt heute sehen, jetzt durch tatsächlich die verschiedenen Institutionen, erfordert etwas anderes, was Harnack betont hat, nämlich die Pflege und tatsächlich das intelligente Nutzen von Kooperationen. Und da sind wiederum für uns natürlich das, was er an Prinzipien arbeitet, also beispielsweise mit dem Kurzzitat, arbeitet zusammen über verschiedene Disziplinen und Institutionen, ein wichtiges weiteres Fund. Letzter kurzer Punkt. Im Verhältnis zu dem Anfang der Ermöglichung von Frauenstudium sind wir heute in einem völlig anderen auf einem völlig anderen Level. Und wir haben tatsächlich heute nahezu gleich viele Berufungen im Rahmen der neuen Berufungen an Männer wie an Frauen. Also so, dass wir ja in der Größenordnung um die 50% im Bereich der Neuberufungen heute an der Humboldt-Universität haben. Da sind wir Spitze in Deutschland mit oder sind in der Spitzengruppe. Also so, dass ja auch die jetzige Präsidentin von dem Altrektor Harnack an diesem Punkt gelernt hat. Wolfgang Huber würde ich gern fragen, es gibt ja innerhalb insbesondere von jüngeren systematischen Theologinnen und Theologen solche, die sagen, die evangelische Theologie braucht wieder mehr die Form von Theologie, die Harnack vertreten hat. Wir brauchen nach einer Welle, die mit dem Namen von Karl Barth verbunden ist und anderen, ein Zurückgehen auf die Theologie Harnacks. Nicht nur aus historischen Gründen, weil das so spannend ist, den zu erforschen, sondern es braucht in der Theologie wieder mehr die von ihm vertretene Richtung. Und das tut der Theologie und der Kirche gut. Und andere sagen nein. Also es gibt sozusagen immer noch ein Stückchen weit Auseinandersetzungen, die es auch schon vor 100 Jahren an der Stelle gegeben hat. Jetzt frage ich den systematischen Theologen Wolfgang Huber, ist das ein sinnvolles Programm, darauf nochmal zu schauen? Bekommt sozusagen der systematische Theologe Wolfgang Huber, wenn er selber ein systematisches Problem, ein ethisches Problem behandelt, da Anregungen, oder ist das
eher ein historisches Feld, das interessant zu studieren ist, aber die Dinge sind heute doch anders. Auch jemand, der viel von der Theologie, von der systematischen Kraft von Karl Barth gelernt hat, der nun ohne Zweifel ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts war, gab es für mich persönlich immer einen Punkt, an dem ich vollkommen auf der Seite Harnacks stand, der als einer der wenigen schon in den 20er Jahren den Mut hatte, diesem aufsteigenden Stern entgegenzutreten und in einer großen Auseinandersetzung mit Karl Barth darauf hinzuweisen, dass die Theologie schlecht beraten ist, wenn sie mit dem Ziel, dem Wort Gottes wieder unmittelbar Raum zu geben, meint, sie könne und solle dafür wissenschaftliche Disziplin verabschieden. Ich sage das mal kurz und elementar und sage, darin bleibt Harnack auch heute und morgen vorbildlich. Und deswegen glaube ich, dass man sich auf die Alternative, die heute immer wieder aufgemacht wird, gerade nicht einlassen kann. Dafür gibt es auch noch einen zweiten Grund. Zur Geschichtlichkeit der Theologie gehört, dass man nicht einfach zum Programm erheben kann, dass man 70 Jahre von Theologiegeschichte ungeschehen macht. Und dann auch noch ausgerechnet diejenigen Jahrzehnte, in denen Kirche, Gesellschaft und Staat gerade in Deutschland durch die größten Krisen, durch die größten Katastrophen und die größten Schuldgeschichten hindurch gegangen sind. Wie soll man sich vorstellen, dass es eine zukunftsfähige Theologie geben soll, die diese Erfahrungen ignoriert, die Harnack so noch nicht machen konnte und auf die er deswegen auch noch keine Antworten geben konnte? Ich will damit sagen, das Loblied auf Harnack, das ich vorhin gesungen habe, gerade auch theologisch und in der Art und Weise, in der er seine kritische Theologie in die Kirche einbringen wollte, halte ich voll und ganz aufrecht. Aber die Idee einer Anknüpfung an den Erfahrungen des Kirchenkampfs, an den Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die Idee, vorbeizugehen an dem, was Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich und andere getan und geleistet haben, finde ich mit Verlaub gesagt vollkommen abwegig. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass Harnack, wenn er plötzlich als ein Harnack Redivivus wieder auftreten würde, einverstanden wäre damit, dass man 70 Jahre Geschichte einfach beiseite legt. Gerade er doch am allerwenigsten. Liebe Frau Schneider-Kempf, es kommen die letzten Wochen Ihrer Generaldirektion dieses hinreißenden Hauses und des zweiten hinreißenden Hauses in der Potsdamer Straße. Ein Nachfolger steht vor den Türen. Werden Sie dem empfehlen, sich mit Harnack zu beschäftigen, weil er da was lernen kann darüber, wie man ein großes Haus modernisieren und führen kann? Oder werden Sie sagen, wenn du noch sehr viel Zeit hast, dann kannst du noch mal einen vergnüglichen Schwank aus dem Leben Harnacks lesen? Also ich würde nicht sagen, dass die Bibliothek heute zu leiten ist wie zu Harnacks Zeiten. Das wäre jetzt wirklich komisch, wenn man sowas feststellen würde. Aber was ich ja vorhin in meinen Beispielen schon betont habe, er hat Dinge begonnen, ins Werk gesetzt, die es heute noch gibt, die sind dann anders. Also mein kleines Beispiel mit der Ausleihe nach Hause. Ich habe übrigens das Zitat gefunden, es heißt so schön, zu Hause bei der Lampe studieren. Das fiel mir eben nicht ein. Aber das ist ein schönes Bild, was da entsteht. Das würden wir heute als Serviceorientierung bezeichnen. Deswegen, und da könnte ich einiges finden. Ich nenne mal etwas zutiefst Bibliothekarisches. Er hat begonnen, ein Verzeichnis der Zeitschriften in den preußischen Bibliotheken, ein Gesamtverzeichnis. Das ist eine
ein Wunschtraum ist damit wahr geworden. Und das ist heute unsere Zeitschriftendatenbank. Also es lassen sich ganz viele Linien finden, die nach wie vor existieren. Und es gab eben schon dieses schöne Bild. Ich habe mir auch mal jetzt überlegt, wenn er jetzt gekommen wäre zu unserer digitalen Eröffnung. Ja, ich glaube, es hätte ihm alles ganz gut gefallen. Und es hätte ihm auch sehr gut gefallen, wie dieses wunderbare Haus saniert wurde. Und auch sein Büro, das hat zwar jetzt sehr moderne Möbel, aber ansonsten ist es unverändert. Also der Geist lebt, möchte ich sagen. Ich möchte noch zum Schluss einen kleinen Wunsch äußern. Ich habe auch gelesen, dass er, dass Harnack das Kuratorium abgeschafft hat. Also die Bibliothek hatte wohl ein Kuratorium und ersetzt durch einen wissenschaftlichen Beirat. Das ist heute leider nicht mehr der Fall. Das wäre also etwas, da in Gedenken oder im Gedenkjahr Harnack könnte man doch diesen wissenschaftlichen Beirat der Staatsbibliothek wieder entstehen lassen. Wenn Achim Bonte uns zuschaut, dann hat er den Wunsch jetzt gehört und kann sich überlegen, wie er damit umgeht. Andreas Barner feiert mit dem Stifterverband im übernächsten Monat das Jubiläum. Und ich weiß nicht, Herr Barner, werden Sie in Ihren Reden Harnack als Vorbild empfehlen, denen, die vom Stifterverband profitieren und den vielen Stiftungen, denen, die eine Stiftung im Stifterverband gründen oder unterstützen wollen? Oder gehört er sozusagen in die Fußnoten der ja bereits existierenden schönen Stifterverbandsgeschichte, ist aber für heute und fürs Jubiläum nicht besonders einschlägig? Wie könnte ich die Frage mit Nein beantworten? Aber es ist natürlich schon so, dass kluge Menschen eigentlich immer wieder zu betrachten sind. Ich würde gerne vier Punkte erwähnen, die, von denen ich glaube, dass sie auch für uns heute von besonderer Bedeutung sind, auch im Stifterverband. Das eine, was er ganz stark gemacht hat, war die Kooperation über gesellschaftliche Grenzen hinweg, also Wirtschaft, Wissenschaft. Aber er hat auch die Politik einbezogen. Er hat es geschafft, den Kaiser zu überzeugen. Also da ist sehr viel über Grenzen hinweg gemacht worden. Das Zweite ist, er hat die Transdisziplinarität eingefordert im wissenschaftlichen Bereich. Und ich glaube, da können wir insgesamt noch sehr viel mehr leisten. Ich glaube, dass das wichtiger wird in der Zukunft. Und insofern ist diese Idee von Harnack, die wir auch im Stifterverband immer wieder postulieren, glaube ich, eine, die man weitertragen kann. Und dann ohne Frage, der Stifterverband wird immer sich mit Harnack für Exzellenz aussprechen. Und zwar nicht nur, aber nicht nur in der Max-Planck-Gesellschaft. Und dann kommt etwas, was mich bei Harnack wirklich beeindruckt hat. Das ist seine Fähigkeit, Trends zu erkennen, ganz früh. Zu erkennen, dass etwas Neues geschaffen werden muss. Zu erkennen, dass sich etwas verändert. Er ist zum Beispiel derjenige, der ganz früh gesagt, passt ein bisschen auf in Deutschland. Ihr seid zwar wissenschaftlich sehr gut, sieht ja alles gut aus, aber es sieht so aus, als würden die USA uns davonlaufen. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Und solche Trends zu erkennen, ist eigentlich eine der zentralen Aufgaben des Stifterverbands. Wir haben das als ein Beispiel mit der Frage der Digitalisierung der Hochschulen, die wir über Jahre voran versucht haben, in die Hochschulen hineinzubringen, gezeigt. Und heute in der Pandemie haben wir gesehen, wie wichtig das war, dass wir diese Digitalisierung vorangebracht haben, weil wir nämlich mit dem Hochschulforum Digitalisierung ganz vielen Universitäten helfen konnten, als sie plötzlich wirklich auf die Digitalität angewiesen waren. Aber solche Trends frühzeitig zu erkennen und sie dann umzusetzen, dann zu beginnen, mit ihnen zu arbeiten. Ich glaube, das sollte ein Leitmotiv des Stifterverbands bleiben, gehört zur DNA. Und ich denke, in diesem Sinne werden Harnacks Ideen auch weiter in der DNA des Stifterverbands sein, selbst dann, wenn wir ihn nicht täglich zitieren.
Liebe Frau Nüßlein-Vollhardt, Sie haben so wunderbar im Vorgespräch erzählt, dass Sie im Zug Harnacks Wesen des Christentums angefangen haben zu lesen. Werden Sie bei dem nächsten Zusammentreffen des Pour le Mérite über Ihren Vorgänger erzählen? Und ist er Ihnen in irgendeiner Weise neu deutlich geworden in der Vorbereitung? Ja, ganz sicher. Ich meine, das Harnack-Prinzip kenne ich und ich kenne auch den Harnack, das Harnack-Haus. Und ich weiß natürlich auch schon lange, dass der Harnack eben den Orden erhalten hat. Aber ich habe jetzt auch diese Briefe gelesen, die er da geschrieben hat und fand das doch sehr interessant. Und ich habe durchaus vor, bei unserer nächsten Zusammenkunft das den Mitgliedern des Ordens Pour le Mérite zur Kenntnis zu bringen. Klar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken, wir hier auf dem Podium könnten lange weiterreden. Aber das Format eines solchen Livestreams ist nicht dazu angetan, dass wir jetzt Ihnen einen ganzen Abend lang noch weiter von Harnack erzählen. Ich bin als Nachfolger Harnacks hier auf dem Podium, weil ich auf seiner Professur, früher hätte man gesagt, auf seinem Lehrstuhl sitze und also als Historiker des Christentums auch ein bisschen dafür zuständig bin, ganz am Schluss noch eine Dimension zu nennen, die in unserem Gespräch keine Rolle gespielt hat, weil sie meistens keine Rolle spielt, nämlich der Hinweis darauf, dass Adolf von Harnack, der uns ja so als moderner, zeitsensibler Theologe, Wissenschaftsmanager, Bibliothekar gilt, eine hinreißend einfache und warme baltische lutherische Frömmigkeit hatte. Er ist ja in Dorpat aufgewachsen und geprägt worden. Und man sieht diese unglaublich herzensfromme baltische Frömmigkeit, die auch noch zu dieser Person gehört, und merkt, wie der die Gegensätze zusammenhält an vielen kleinen Details, zum Beispiel daran, dass er für die Hausandachten immer eine Bibel seines Vaters nahm, sehr, sehr bewusst, mit dem er ein nicht ganz einfaches Verhältnis hatte. Und man sieht es daran, was er auf dem Friedhof machte. Harnack hat hier in Berlin eine Tochter verloren und hat sie auf dem alten Matthäusfriedhof begraben, dort, wo er auch selber liegt, mit einem ganz modernen Betongrabstein. Also da sieht man wieder diese Nachbarschaft. Ganz modern, ein ganz eleganter, war damals der letzte Schick, ein Betongrabstein. Und wenn er auf den Friedhof ging, solange er dort noch nicht selber lag, mit seinen Kindern und Enkeln, dann haben die immer zusammen gesungen, so wie man das im Baltikum machte. Und ich möchte Ihnen einen Barockchoral vorlesen, der nochmal deutlich macht, dass es wirklich, es gibt ja die schöne Formulierung von der Coincidentia Oppositorum, Dinge, die wir nicht zusammenbringen, eine pietistische baltische Frömmigkeit und ein für seinen eigenen Geschmack moderner Theologe, ein engagierter Vertreter des Frauenstudiums, der bei Kaiser Wilhelm auf dem Sofa sitzt. Also die Zusammenhaltung der Gegensätze. Und um diesen Ton noch hineinzubringen, lese ich Ihnen einen Choralvers vor, den er gern mit seinen Kindern und Enkeln gesungen hat. Trag meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein und bind mein Seelen feste ins grüne Bündelein derer, die im Himmel wohnen und werden leben frei. Da ist es wieder. Die Wahrheit und die Freiheit, so will ich ewig rühmen, dass dein Herz treue sei. Wenn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste auf dem Podium, wenn es uns gelungen sein sollte, sichtbar zu machen, dass da jemand feste und aufs Beste ins Buch des Lebens eingetragen ist und wir das haben ein wenig sichtbar machen können und von einer ungeheuer charmanten Persönlichkeit, einem Großkommunikator und Netzwerker, einem rastlosen Arbeiter, einem unglaublich einfallsreichen, spannenden Menschen, von dem Sie auf der Homepage der Max-Planck-Gesellschaft auch einen Film sehen können, sodass er Ihnen ganz gegenwärtig wird. Wenn uns das gelungen ist und wir Ihnen vielleicht auch einen unterhaltsamen,
Geburtstags- und Gedenkabend haben vermitteln können. Hätte uns das gefreut. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, auch natürlich bei Barbara Schneider-Kempf, die uns so eine wunderbare Gastgeberin war, und bei denen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie nicht sehen, weil sie hinter den Schirmen stehen und möglich gemacht hatten, dass wir überhaupt zu sehen und zu hören waren. Einen wunderschönen Abend, auf Wiedersehen. Hoffentlich sehen wir uns bald einmal in leibhafter Gestalt wieder.